Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Clash Royale Chest Opener. Mit dabei ist die Lea, die im Moment wahrscheinlich jetzt nicht mal was sagt. Oh shit. Wir werden jetzt erstmal ein paar Giant Chests aufmachen. Je nachdem, wie viel wir free haben. Okay, da bekommt man ja eh nichts raus. Okay, wir haben noch eine. Also, ich habe sehr viel gespielt. Wie man sieht. Ja, noch eine Free. Easy. Da müsste dann jetzt. Ja, ein Mirror. Jetzt gebraucht. So, Magical Chest. Bekommen wir da vielleicht eine legendäre Karte. Das ist die Frage. Danke, dass ihr Open 5 Giant Chests so früh kommt die Meldung. Das könnte jetzt wieder nichts werden. Ne. Alter, noch eine Freeze. Ich habe nicht mitgezählt, wie viel ich bekommen habe. Dreimal der Freeze. X-Hawk Rider, 21 Euros, da wird wieder nichts. Jetzt nochmal eine epische. Ja, nur drei epische. 5 Menschen gibt es da. Jetzt epische. So, 5-mal der Prinz, 5-mal der X-Bogen. 3x Giant Skeletten, 3x Poison und. Nee. Jetzt nochmal. 3x die Witch. 3x. 5x der Bowler. Und 2x der Ballon. Und das war's. So, zum Höhepunkt kommen wir natürlich erst noch 2 Super Magical Chests. Vielleicht ist in den Super Magical Chests hier was drin. Ist hier möglich? Das waren die ersten 50. 100.000. 1000 Gold haben wir jetzt für Upgrades ausgegeben. Leute. So, und wir werden nicht lange drüber rumstehen. Jetzt sehen wir den Mirror. 12 Gold. Jetzt kommen noch ein paar andere Karten. Okay, der Legendary. Ach. Nie irgendwo mal eine Legendary dabei. Nie irgendeine Karte im Boost. X-Bogen. Wirklich brauchst du die auch nicht so. So. Ist echt. Also man muss, ich hab mir das jetzt über eine Stunde lang erfarmt. Lea macht das mit Geräuschen da hinten kaputt. Lea? Geräuschemacherin? Hallo? Ach, Pin halt. So, jetzt haben wir. Wie viele Free? Nein, wir sind für den Ring. Ja, noch eine Free. Komm. Graveyard endlich. Okay, jetzt beginnt's. Jetzt bekommen wir Prince, ist nice. Jetzt haben wir noch. Miner, nice. Noch gleich hochleveln, also. Noch einmal der Miner. Und der geht ab. Lava Hound. Level glaube ich lieber nicht ab. Obwohl. Nee. Sparky.
Lances. Nicht das, was ich brauche. Noch ein Graveyard. Den level ich auf jeden Fall ab. Ice Wizard Level. Also 10.000 zurückhalten. Auch wenn es genau passen würde. 10.000 halte ich jetzt erstmal zurück. Und den Rest haben wir jetzt erstmal für die Magic Chest rein. Mega nice. Vielleicht ziehen wir jetzt eine Legendary. Ist nicht möglich, Mann. Legendary Stuff müssen wir ziehen. Ist gesetzlich verboten, wisst ihr das? Und jetzt kommt wieder irgendwas. Ach ja. So, jetzt kommen die ganzen Crown Chests, wo nichts drin ist. Fast Tap. Jetzt Fast Tap, Alter. Ist nichts drin, Alter. Ja, noch eine Epic Chest. Die braucht jeder. Oh ja. Was ist da wohl drin? Vielleicht. Cherry. Wenn die Truhe epische Truhe ist, ist auf jeden Fall eine Legendary drin. Ice Wizard gezogen. Kann man machen. Ist einfach ein Ice Wizard. Easy. Kann man sich. Ist es normal, dass man zweimal Ice Wizard in Like Trimax. Ja, wäre jetzt unnormal gewesen. Was super mal gekommen. Fast Help. Nicht dran. Komm. Alles gehört. Nicht normal, Mann. Irgendwelche guten Sachen gezogen. Ist ja nicht möglich. Jetzt habe ich endlich was gezogen. Schlecht. Müsste man in Klammern setzen. Sagt auch wieder nichts. Das ist nicht das Tollste. So. Das müsste es sein. Kommen wir jetzt nochmal von dem Magical Chest rein. Da ist dann eigentlich eh nichts weiter drin. Ja, sag ich ja. Das war's halt. Weil es eigentlich sonst nichts mehr gibt. 50.000 brauche ich nochmal. Ich habe noch nicht erlebt, dass man einfach eine Karte viermal hintereinander in einem Chest Opening zieht. Lumberjack hatte ich übelst oft. Princess überholt ihn einfach. Leverhound nochmal jetzt auch auf 2. Inferno Dragon auf 2. Graveyard auch. Ich meinte übrigens Leverhound auf 3. Sparky 3, Princess 3. Meiner 2. Also alles ganz geil. Ciao Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch.